Irgendwann erinnere ich mich wieder, wer ich bin, wer ich wirklich bin. Das ist meine geistige Geburt und der Beginn meines wahren Lebens. Irgendwann erinnere ich mich wieder, wer ich bin, wer ich wirklich bin. Das ist meine geistige Geburt und der Beginn meines wahren Lebens. Als erwachtes Bewusstsein bin ich ständig online und lasse mich von der universellen Weisheit führen. Als erwachtes Bewusstsein bin ich ständig online und lasse mich von der universellen Weisheit führen. Ich erkenne so die Antwort auf jede Frage und die Lösung für jede Aufgabe, den besten Weg, die richtigen Schritte und den optimalen Zeitpunkt und treffe nur noch richtige Entscheidungen. Ich erkenne so die Antwort auf jede Frage und die Lösung für jede Aufgabe, den besten Weg, die richtigen Schritte und den optimalen Zeitpunkt und treffe nur noch richtige Entscheidungen. Ich erkenne mich als ungetrennten Teil des einen Seins, lebe und handle ständig im Mastermind. Ich erkenne mich als ungetrennten Teil des einen Seins, lebe und handle ständig im Mastermind. Ich verstehe die Sprache des Lebens und die Botschaft meines Körpers und tue gleich das Richtige. Ich verstehe die Sprache des Lebens und die Botschaft meines Körpers und tue gleich das Richtige. Alle menschlichen Probleme sind nur noch eine ferne Erinnerung an die Zeit in der Illusion des Ich. Und auch Krankheit verschwindet aus meinem Leben. Alle menschlichen Probleme sind nur noch eine ferne Erinnerung an die Zeit in der Illusion des Ich. Und auch Krankheit verschwindet aus meinem Leben.
Ich bin mein eigener Lehrer und Meister und bringe mein erwachtes Bewusstsein immer mehr in meinen Alltag. Ich bin mein eigener Lehrer und Meister und bringe mein erwachtes Bewusstsein immer mehr in meinen Alltag. Ich trete bewusst ein in die eigene natürliche Vollkommenheit, indem ich alles so vollkommen wie möglich tue. Ich trete bewusst ein in die eigene natürliche Vollkommenheit, indem ich alles so vollkommen wie möglich tue. Mein ganzes Leben ist ein vollkommener Ausdruck der Vollkommenheit, der Weisheit und Liebe. Mein ganzes Leben ist ein vollkommener Ausdruck der Vollkommenheit, der Weisheit und Liebe. Damit ziehe ich nur noch die Menschen, Dinge, Ereignisse und Situationen in mein Leben, die meinem erwachten Bewusstsein entsprechen. Damit ziehe ich nur noch die Menschen, Dinge, Ereignisse und Situationen in mein Leben, die meinem erwachten Bewusstsein entsprechen. Leben als Meister heißt auch, jedem zum Segen zu werden, der mir begegnet. Leben als Meister heißt auch, jedem zum Segen zu werden, der mir begegnet. Ich erlebe bewusst, ich bin der, der sieht und weiß, der ist, immer war und immer sein wird, und erlebe mich bewusst als vollkommenes, ewiges Sein. Ich erlebe bewusst, ich bin der sieht und weiß, der ist, immer war und immer sein wird, und erlebe mich als vollkommenes, ewiges Sein. Ich atme bewusst ständig auch Licht und werde so
mit jedem Atemzug immer lichtvoller. Ich atme bewusst ständig auch Licht und werde so mit jedem Atemzug immer lichtvoller. Ich erkenne Gott in jedem anderen und begegne so nur noch Gott. Ich erkenne Gott in jedem anderen und begegne so nur noch Gott. Damit bin ich endlich bei mir selbst angekommen. Ich brauche keinen Weg mehr. Ich bin selbst zum Weg geworden. Damit bin ich endlich bei mir selbst angekommen. Ich brauche keinen Weg mehr. Bin selbst zum Weg geworden.